Hearthstone, Heroes of Warcraft, ist jetzt schon ziemlich lange eigentlich auf dem Markt. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe es noch nie wirklich gezockt, weil es mir einfach keinen Bock gemacht hat. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Mittlerweile sind ja, glaube ich, 2 Erweiterungen rausgekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich würde sagen, wir spielen es einfach mal und schauen, was sich so getan hat. Vielleicht macht es mir ja doch wieder Spaß. Ja, wir sehen hier, habe ich noch ein Deck, was ich mir mal gebaut hatte. Ja, mehr oder weniger erfolgreich. Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich habe keine Lust mehr, hier großartig was zusammenzubauen. Spielen einfach mal eine Runde. Und gucken dann. Wobei, mein Deck ist halt echt scheiße. Eigene Decks, Basisdecks. Spiel mit einem Basisdeck. So. Krieger. Gewertet. Schurke, Droide. Gewertet. Was spielen wir denn mal? Wir spielen mal Krieger. Gewertet, ja. Gewertetes Spiel. So, gucken wir mal. Gegner wird gesucht. Come on. Kein Bock zu warten hier. So. Gegen einen Priester. Wie schon gesagt. Die schmeißen wir mal weg. Alles in allem habe ich, wie schon bereits gesagt, von diesem Spiel wenig Ahnung. Deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, ist jetzt ein Priester ein harter Gegner für mich oder ein leichter Gegner oder sind die Karten jetzt überhaupt geil, die ich hier auf der Hand habe. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. So. Wir können nichts spielen wirklich, außer spielen wir mal dies und dann den und dann schließen wir den Zug ab. Ja, das hätte sogar ich gewusst, dass ihm das nichts bringt. So, wir können jetzt die feurige Kriegsaxt erstellen. So, zack, zack, hauen wir den mal weg. Und mit Garrosh greifen wir dann seinen Typen an. Zack. Prinzipiell bin ich ja in dem Spiel ein Freund davon, nicht lang hier rumzuschnacken, sondern direkt zu attackieren, wenig taktisch zu spielen. Ja, den müsste ich weghauen können. So. Gucken wir mal. Wir können den spielen. So, wenn ich mit Garrosh. Bei nein. Machen wir mal so. Und machen mal so. Und dann können wir mit Garrosh ihn angreifen. Und zack. Ob das jetzt ein guter Zug war oder nicht, keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin da relativ unerfahren, nennen wir es so. So, verleiht einem Helden +4 Angriff in diesem Zug. Nein, das spielen wir mal nicht. Wir spielen den hier mal aus. In der Hoffnung, dass sich unser Gegner da schön die Zähne dran ausbeißt. Da er mich schließlich... Ach, verdammt. Der haut mich weg. Ja, aber er muss mich ja jetzt damit angreifen. Und jetzt kann ich... So, jetzt spielen wir mal das. Nee, der Eber kann noch nicht angreifen.
Nee, das ist, glaube ich, noch nicht so gut. Nee, ich warte noch mal kurz. Ich würde gerne den Eber opfern und damit hinrichten, seinen verwundeten Diener wegzu. Eimern. Schauen, was er jetzt spielt. Ja gut, das macht es jetzt nicht unbedingt schwerer für mich. Das war zu erwarten. Jetzt brauche ich noch nicht mal den Eber opfern. Jedes Mal, wenn ihr einen Diener mit Max 2-3 Angriff... Okay, mach mal erstmal dieses hier. Dann können wir noch... Oh Gott. Schwierig. Was machen wir? Spiel mal ein bisschen defensiver. Und machen zumindest mal seinen Diener da weg. Das wollte ich mir noch aufheben, die Karten. Den konnte ich jetzt noch nicht. Er spielt wieder einen mit Spott. Was hält die Zukunft bereit? Also oder so werden jetzt beide von ihm sterben. So, was kann ich spielen? Oder der Felsfrost oder... Nein, ich spiele das. Ich spiele dies. Und... Ja komm, das können wir eigentlich auch spielen. Denn jetzt machen wir mit dem den weg. Und schlagen jetzt mit Garrosh. So. Stand jetzt sieht es gar nicht so schlecht aus. Au. Oh. Hab mich schon gefragt, warum der mich jetzt zweimal angreifen konnte, aber... So. Jetzt kann ich alles spielen, was ich noch auf der Hand habe. Und jetzt zerstören wir mit Garrosh... sein Diener. Oder greif lieber direkt an Diener oder direkt... Nee, der kann zweimal. Lieber direkt kaputt machen. So. Ach, verdammt. Das war nicht so gut, dass der das... Muss ich irgendwie zusehen, dass ich die beiden tot kriege. Sonst rafft er mich ziemlich schnell dahin, also... Ja, wir müssen jetzt... Ich muss jetzt meine Diener opfern. Anders geht's leider nicht. Er wird mich wohl wieder direkt angreifen. Alter. Läuft nicht so gut gerade. Okay. Na doch, den nehme ich. Zack. Weil den kriegt er nicht kaputt. Und dann geben wir mir noch ein bisschen Rüstung. Und das war's. Die Tore sind geöffnet. Oh, jetzt fährt er hier aber auch alles auf, was er hat. So. Wir ziehen das, machen das. Und ja, ich entscheide mich jetzt dafür, seinen mächtigsten Diener gleich mal zu töten. Ach, Mann, der hat aber auch ein Glück.
greift er mich direkt an. Was zu erwarten war. Rafft nur leider nicht, dass er sich, dass ihm das überhaupt nichts bringt und er lieber da seinen Helden heilen sollte. So. So. Das. Das. Ja. Viel können wir leider nicht tun. Nicht das spannendste Spiel gerade. Wenn wir jetzt nicht bald eine gute Karte kriegen, habe ich auch wohl verloren. Ja, das bringt uns leider halt nicht allzu viel. Jetzt sein... Ach, verdammt. Ich glaube, jetzt habe ja, jetzt hab ich verloren. Oder? 5, 7? Ich glaube schon. Ja, das war's. Schade. Zwischenzeitlich hatte ich wirklich das Gefühl, als würde mir das Spiel ein bisschen Spaß machen. Die Niederlage nun gut. War jetzt nicht ganz so toll. Aber nun ja. Ich glaube, im Endeffekt macht es dann doch mehr Sinn, man baut sich sein eigenes Deck zusammen. Damit man auch definitiv weiß, was man dann an Karten in der Hand hat. Aber sei es drum. Ich werde auf jeden Fall in Zukunft mal öfter spielen und mich da ein bisschen reinfuchsen in das Spiel. Karten kaufen werde ich mit echt Geld definitiv nicht, weil es mir das Spiel garantiert nicht wert ist. So. Aber wie man sieht, habe ich insgesamt 4 Spiele gewonnen. Ist schon Wahnsinn. Nun ja, wie dem auch sei, kleinen Eindruck konntet ihr sehen von dem Spiel. Wie gesagt, ich werde jetzt ab und zu mal öfters zocken und mich da ein bisschen verbessern. Wäre cool, wenn ihr auch in Zukunft mit dabei seid. Deswegen hinterlasst einfach mal ein Abo bei meinem Kanal. Würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal dann.